Also eigentlich zur Nullnummer von Deep's Impact, meinem kleinen Vlog zum Thema Rollenspiele und was mir sonst noch so in den Sinn kommt. Ich will einfach mal ganz kurz vorstellen, worum es gehen wird. Wer stundenlange Rants zum Thema Rollenspiel erwartet, der kann jetzt abschalten. Das wird hier definitiv nicht der Fall sein, sondern ich nutze den Vlog hauptsächlich, um meine Gedanken zum Thema Rollenspiel loszuwerden oder um eine Rezension zu unterstützen. Entstanden ist die Idee zu Deep's Impact im Prinzip aus der Diskussion bei den Teilzeithelden zum Thema Rezensionen und Berichte, wie lang die zu sein haben und wo das Fazit steht und so weiter. Da habe ich mir einfach gedacht, im Prinzip sollte es doch relativ einfach sein, das Fazit oder vielleicht auch die ganze Rezension nochmal als Video aufzunehmen für all die Lesefaulen oder die, die einfach eine kurze Zusammenfassung haben wollen. Ich hoffe, dass mir das gelingt. Ich denke, die erste Ausgabe von Deep's Impact wird dann erscheinen mit der Rezension zu Kuro bei den Teilzeithelden. Das ist ein Cyberpunk-Japan-Horror-Rollenspiel von Cubicle 7. Sehr interessant. Von dieser Stelle sozusagen schon mal eine Leseempfehlung mit kleiner Eigenwerbung. Was habe ich noch so drauf? Also auf der Liste. Im September werde ich vermutlich ein bisschen was erzählen zum Thema Icons. Das ist ein Superhelden-Rollenspiel, so in Fudge- und Fate-Manier. Dann würde ich ganz gerne bei Gelegenheit noch ein bisschen was über Drakes EWS, das Einwürfel-Rollenspiel oder Einwürfelsystem, erzählen. Das finde ich persönlich sehr interessant. Geht übrigens in dieselbe Richtung. Dann hoffe ich, dass ich bis ja, Ende des Jahres endlich mal damit durchkomme, meine eigene Dungeon Slayer-Erweiterung fertig zu bekommen. Das ist DSX, eine Erweiterung zum Thema modernes Dungeon Slayer im Stile von XCOM oder Akte X oder ganz vielen anderen Themen mit X. Was mir jetzt gerade sozusagen noch untergekommen ist, ist das Thema Retro Gaming, wo mir einfach aufgefallen ist, dass wir häufig dazu neigen, ich glaube, Retro nicht als das anzusehen, was Retro wirklich ist. Denn beim Lesen der alten Systeme, denen ich damals vor knapp 30 Jahren angefangen habe, also DSA, Shadowrun, AD&D, Traveller und so weiter, die ich mir gerade mal wieder rausgekramt habe, ist mir einfach aufgefallen, die sind weit von der Simplifizierung moderner Retro-Systeme entfernt, und meistens doch wesentlich komplexer, als sie angedacht haben. Jetzt wäre es natürlich interessant zu klären, ist das einfach nur Verklärung oder ist es eher das, was wir gerne für die 80er gehabt haben wollten? Aber ich denke, dazu mache ich dann nochmal ein eigenes Thema und da will ich jetzt auch gar nicht zu weit vorgreifen. Das Thema Fragmentierung habe ich mal selber angestoßen, würde ich gerne nochmal wieder aufnehmen, auch wenn ich der Meinung bin, dass sowohl Pi Halbe als auch Drake das Thema schon sehr interessant aufgenommen haben. Ich werde die Links hier unter das Video einfach mal drunter legen. Das sollte eigentlich kein großes Problem sein, ich habe es selber noch nie gemacht. Ich muss auch eingestehen, das ist meine erste Erfahrung im Thema Videoblogging überhaupt, habe ich noch nie gemacht. Darum hoffe ich, dass ich das mit dem Hintergrund und dem Sound und so alles halbwegs hinkriege, aber ich habe Zeit irgendwie so nebenbei. Ja, das erstmal zu den Themen, die in nächster Zeit hoffentlich kommen werden. Ich denke, das wird nicht an der Realität scheitern. Zum Schluss vielleicht einfach noch zwei Sachen. Erstens, Deep's Impact hat nichts mit Deep Impact, dem Film von 1998, zu tun. Der mag nicht schlecht sein, aber bei mir beruht es einfach darauf, dass ich diesen Forennamen seit ja, irgendwann Anfang der 90er, glaube ich, schon verwende. Beruht auf irgendeinem Bassistenwitz, den ich leider vergessen habe. Und einfach noch ein Warum: Sollte es noch einen weiteren Vlog geben? Ganz einfach, muss es nicht, aber um es mit der ersten Dekonstruktor-Folge von Pi Halbe zu sagen, es muss einfach raus. So, und dementsprechend versuche ich einfach hier sowohl technisch ein bisschen was zu lernen, als auch auf der anderen Seite ein bisschen meine Gedanken zu ordnen und loszuwerden. Wenn es jemand interessiert, würde es mich natürlich freuen, wenn das Ganze auch gesehen wird. Damit würde ich aber erstmal sagen, ist mit dieser Nullnummer Schluss. Ich habe genug geredet, am Stück oder ohne Pause. Das gucke ich mir aber gleich an. So, wenn es euch interessiert und ihr wissen wollt, wie es weitergeht, würde es mich freuen, wenn ihr das Ganze hier abonniert. Ansonsten dürft ihr gerne Kommentare hinterlassen. Ja, und damit verabschiede ich mich aus der ersten Nullnummer und wünsche euch noch einen wunderschönen Sommer.